Moin und willkommen zurück zu Satisfactory. Und wie ihr seht, haben wir echt ein massives Problem. Und zwar laufen die AKWs mit ihrem eigenen Atommüll voll. Und wenn die voll laufen, 121, holy shit. Dann wird ja kein Strom mehr produziert, ganz einfach. Und dann haben wir wieder ein Blackout. Das ist nicht gut. Aber eigentlich kommt jetzt wieder hoffentlich ausreichend Alu an. Das heißt, die Kühlkörper müssten wieder produziert werden. Ich denke mal, es dauert noch ein bisschen, bis das alles wirklich anläuft. Und dann müsste das hier unten richtig ausrasten eigentlich mit Atommüllverbrennungsanlage oder Wiederverwertungsanlage. Nicht Verbrennung, sondern Wiederverwertung. Genau, hier, das sind die Anlagen. 4 Stück. Vielleicht ist das auch etwas wenig. Hier sind schon 43 Kühlkörper drin. Okay, das läuft voll, das ist gut. Hier auch. Ja, und nach hinten wird es immer weniger, oder? Weil auch das läuft. Das ist perfekt, weil dann kann ich jetzt ja die ganzen atomaren, ja, Zwischenverbrauchsgüter, sage ich jetzt mal, schön nachrutschen. Dann wird hier auch mal endlich wieder irgendwann Atommüll wieder verwertet. Weil es ist ja alles vollgelaufen. So, aber ich denke, Kühlkörper schaut gut aus. Aber wir können gerne mal das Band entgegengehen. Ob das wirklich ausreicht mit dem Alu. Wenn nicht, dann pfuh, ja gut, keine Ahnung. Mal schauen. Auf jeden Fall Plan ist heute, dass wir diese Anlage auch bei den anderen AKWs bauen. Da haben wir schon angefangen. Aber da haben wir aktuell das gleiche Problem wie hier. Sogar noch viel schlimmer. Da wird nämlich gar kein Atommüll wieder verwertet. Aber da steht ein ziemlich großes Lager. Ich meine, wenn alle Stricke reißen, muss ich hier halt auch nochmal ein Zwischenlager setzen. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck. Es müsste ja eigentlich jetzt langsam wieder weniger von Müll werden. Vom Atommüll. Mal gucken. Ich höre heute schon wieder das Stromausfallgeräusch im Ohr. Jetzt habe ich vergessen, wo das Band herkommt. Ach, verdammt. Aber hier irgendwo. Naja, aber ich weiß ja, wo die Fabrik ist. Mal gucken. Die ist hinten. Und wir müssen unbedingt mal wieder schauen, wie viele Coupons wir haben. Genau, hier ist Kühlkörperfabrik. Ja, die läuft mehr oder weniger gut. Ja, es läuft schon, irgendwie. Genau, aber das sind die falschen Kühlkörper, weil die gehen. Ne, Quatsch. Passt schon. Hier oben ist voll. Wie viel werden da gebraucht? 24 ist natürlich eine Menge. Holy shit. Scheiße, warum? Okay, wie produziere ich denn insgesamt? Wenn alle laufen würden. Hier schaut es gut aus. 7,5, 15 und 22,5. Richtig? Ja. 22,5. Dann haue ich jetzt hier mal eine Schnecke einfach rein. So, dann machen die drei Anlagen auf jeden Fall mal die hier safe. Und hier 11, das gleiche. Aber hier habe ich zwei Abnehmer, sehe ich schon. Da kommt hier auch nichts an. Wohin geht denn das? Wird das gestellert? Hier sind übrigens Coupons, 39 Stück, geil. Hey, Moment, Schredder, ich. Kühlkörper, bin ich dumm? Nee, Überschuss, okay. Ja, es müsste auf jeden Fall jetzt reichen. Die Frage ist natürlich jetzt, die reichen überhaupt die Wiederverwertungsanlagen, was ich unten aufgestellt habe? Die 4 Stück. Das werden wir rausfinden demnächst. Gut.
Ich habe eigentlich so ziemlich alles dabei, glaube ich. Wir könnten Eisenplatten mitnehmen. Und K5 Bänder habe ich halt gar nichts mehr, leider. Oder obwohl, mal gucken. Nee. Das dauert noch, bis sich das hier aufstaut. Wenn sich das überhaupt jemals aufstauen wird. Scheiße. Aber man, hier seht ihr. Naja, das Lager ist nicht voll. Aber das füllt sich langsam. Das ist gut. Das ist gut. Dann nehme ich jetzt alternativ noch ein paar MK4-Platten mit. Moment. Moment, genau, passt. Kleines Brain-Lag. Ja, das kommt dann wieder vor. Eisenplatten können wir noch ein paar mitnehmen. Und ich sollte vielleicht tatsächlich mal schauen, ob ich... Da müssen wir eh vorbei. Bei der... Na, Alu-Produktion hier auch tatsächlich mit MK5-Bändern gearbeitet habe. Naja, immerhin ein bisschen. Immerhin und ab in die Tube, ihr kennt das ja. Genau, wurde auch gesagt, so eine Tube-Kanone mal bauen, müsste ich tatsächlich mal ausprobieren. Offscreen am besten. Ich habe es schon mal versucht. Das hat irgendwie nicht wirklich gut funktioniert. Ich bin immer hängen geblieben am nächsten Ring, keine Ahnung. War ganz komisch. Da müssen wahrscheinlich die Abstände passen und ja. Gut. Aber sonst sollte jetzt eigentlich alles passen. Wir machen hier wahrscheinlich nicht mehr heute. LKW steht, das ist nicht gut. Ne, unten steht LKW fährt, passt. Dann ist es wieder gut. Das AKW fertig heute und die nächsten Tage, morgen vielleicht noch. Übermorgen, mal gucken. Und dann beginnen wir hier mit dem nächsten Großprojekt. Wir haben hier Platz. Und im Zweifel holen wir uns das Zeug hier mittendrin. Das ist halt übelst ekelhaftes Gebiet. Weil es so durchwachsen ist mit Bäumen und hoch, runter und was weiß ich. Aber machen wir. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, welches. Ich müsste mal tatsächlich nachschauen, was für Endprodukte noch am meisten Punkte bringen. Also Punkte im Schredder. Wir brauchen ja Coupons. Wir brauchen so richtig viel Coupons. Und ich muss mir noch einen Platz aussuchen für die Statuen, wo die hinkommen. Gut, aber als allererstes muss ich mal checken, ob ich hier da beim Aluminiumschrott mit MK5 gearbeitet habe. Das wäre natürlich richtig dumm, wenn nicht. Könnte passieren. Aber ich glaube nicht. Oder? Scheiße, ich find's gleich raus. Zack. Gut, jetzt bleibt schon vielleicht das erstmal. Aber die Anlage läuft gut. Ich glaube, das mit dem Wasser. Vielleicht könnte ich die Pipelines noch ein bisschen anders legen, aber vom Prinzip her, so im Großen und Ganzen passt es. So, hier kommt der Alu-Schrott. Das sind noch MK5-Bänder, oder? Ja, sehr gut. Genau. Passt. Wie schaut es eigentlich hier aus? Ah ja, seht mal. Hier, das Band ist schon maximal vollgelaufen. Gut, ich weiß auch gar nicht. Vielleicht. Ist da eine Drohne auch zu wenig? Das müssen wir mal beobachten. Ich finde, das ist ein bisschen... Kann man sich auf diesen Wert verlassen? 2,07 Stapel pro Minute? Ich habe so das Gefühl, das schwankt immer. Und die Drohne da drüben? Die hat eigentlich den... Ne, hat sie ja nicht. Quatsch. Aber die fliegt in die Hauptbase. Ja, da geht mehr. Okay. Gut. Jetzt kommt die. Wie viel die nimmt die mit? Die ist natürlich leer. 9 Reihen müsste die mitnehmen. Autosave. Autosave hat 10 Minuten. Hat sich wieder umgestellt. Anscheinend.
So, mach voll das Ding. Ja, die darf sich ein bisschen beeilen. Bevor es hier voll läuft, das wäre natürlich dumm. Ja, passt. Gut, die nimmt halt jedes Mal 900 mit. Das ist viel, das passt. Gut. Dann haben wir das auch gecheckt. Weil ich doch nicht so blöd habe mit MK3 oder 4 Bändern gearbeitet. Beim Alu-Schrott. Passt. So, nee, mit den 10 Minuten, das passt schon. Ich habe es mal wieder geschafft, die ersten 3 Minuten bei der ersten Aufnahme ohne Kamera aufzunehmen. Ja. Weil ich auch nie drauf schaue. Also quasi mit einer falschen Szene. Wie dem auch sei. Gut, hier ist eine Schnecke. Ich glaube, ich nehme mir die jetzt mal mit. Wenn ich Platz habe. Ja. Nämlich gar keine mehr. Wenn ich mal irgendwann notfallgedrungen eine brauche. Notfallgedrungen, gibt es das Wort eigentlich? Naja. Wird schon gehen. So. Genau, ja, das muss voll laufen, weil es ja keinen tatsächlichen, obwohl doch, ein bisschen wird es verbraucht. Aber im Endeffekt, ja. Ah ja, genau, ich erinnere mich. Wir müssen die Stahlträger holen. Die sind ja schon fertig oben. Jetzt ist die Frage, wie. Und so ist bestimmt... Was habe ich mir denn dabei gedacht? Das geht nicht. Okay. Moment mal. Unten... Ach bitte. Ja, damit das wird abgegradet wegen mir. Ach scheiße, ich komme jetzt hier gar nicht mehr vernünftig durch. Mist, okay, dann müssen wir ein bisschen... Ich will mal da hoch jetzt. Nein, kannst du bitte unten einsnappen? Bitte, danke. Jetzt. Aber doch nicht so. Ah. Er will nicht. Er will mich ärgern. Hm. Ich hatte jetzt gerade, aber ich weiß nicht. Komm schon. Jetzt war es wieder da. Mann, ist das ein Gefricke. Und übel hänge ich hier. Mann, Mann, Mann. Nervig, nervig, nervig. Wenn nicht, mache ich es jetzt gleich ganz anders. So, ich möchte einfach bloß bitte hier unten. Moment, ich nehme mal jetzt den Schweberucksack. Jetzt. Zack. So, komme ich da durch? Ja. Ja, wir kommen da schon durch. Jetzt fange ich jetzt... Entschuldigung. Ich komme gar nicht auf eine vernünftige Höhe, weil das, weil die Stütze zu kurz ist. Ja gut, dann müssen wir so weitermachen. Kann ich jetzt leider nichts ändern. Ja, das gefällt mir eigentlich nicht. Aber da hinten, das Ding ist am Umbau, will ich auch nicht. Bin ich ehrlich. Gut. Dieses Ding ist wieder weg. So. Dann würde ich sagen, holen wir mal von der anderen Seite. Jetzt reicht's mir. Also wir holen von der anderen Seite die Stahlträger. Jetzt kommt eine Leiter hin. Jetzt, wenn ich nur noch einmal hoch muss, wahrscheinlich kommt eine Leiter hin.
Oh, und die Stahlträger, die haben wir ja eigentlich schon soweit fertig gemacht. Genau. Die müssen wir so noch hinterlegen. Das mache ich aber tatsächlich mit denen. Ich warte immer noch, bis der Strom ausfällt, aber anscheinend läuft es noch. Dann pendelt sich das jetzt langsam ein, denke ich mal, und dann sollte das funktionieren. Ich meine, es macht natürlich auch keinen Sinn, was ich hier mache. MK4 Bänder und MK5 Lüfte, gibt recht, wir machen das so. So. Ah, scheiße, das war zu weit. Ja. Gut, dann hätten wir das auch angeschlossen. Was brauchen wir denn noch? Eigentlich nichts mehr. Dann geht quasi mit den ummantelten Uran irgendwie so weiter. Keine Ahnung, muss ich mal gucken, wie das heißt. Das ist auch bums schief. Ne, spaltbaren Uran. Damit geht's weiter, glaube ich. Gleich. So. Halt. So. Das schaut so scheiße aus. Also ich bin echt überlegen, ob ich das nochmal anders mache. Fuck, aber wie soll ich es denn machen? Also ich könnte den Kopf oben nochmal drehen, ja. Dann würde ich zumindest nicht mal, also nicht durch das AKW klippen. Aber dass ich da so ein Gefälle habe, das kann ich nicht ändern. Leider. Also ich könnte natürlich da irgendwie noch mit Foundations aufbocken, damit es gerade bleibt. Aber ja. Ich denke mal, das ist schon okay, oder? Aber eigentlich auch nicht. Wir bekommen jetzt erstmal die Anlage zum Laufen und dann schauen wir mal. Diese dummen Geschenke jetzt die ganze Zeit. Wann ist denn das Event endlich vorbei? Da müsste ich eigentlich auch mal hingucken. Wie viel Sachen da mittlerweile eingelagert wurden von dem Weihnachtsevent. So. Jetzt brauche ich wieder mit MK5 weiter. Okay, nein, das geht natürlich voll gar nicht. Wir bleiben da oben. Das schaut gut aus. Perfekt. Wenn das gehen würde. Wenn das gehen würde. Ja, das geht. War nicht so, aber es geht. Sehr gut, dann kommen die jetzt auch. Das heißt, hier haben wir jetzt alles. Genau, die Plutoniumzellen, die müssen wir jetzt machen. Und da fehlt jetzt eigentlich nur noch... Genau, nicht spaltbares Uran, das war das, was ich gemeint habe. Oh, was ist da los? Ich weiß nicht, ob ihr das hört. 230 ungefähr. Eine Minute. Wie komme ich denn das eigentlich her? Ach du, das war jetzt mit dem Schwefel. Aber wir machen das mit dem Standardrezept, da werden nämlich ein Haufen Atommüll weggeballert.
Also was habe ich gesagt? 230. Ja, im Mixer, okay, gut. Das werde ich im Mixer. So viel Material habe ich nicht dabei. Scheiße. Brauche ich hier nochmal ultra viel Platz. Machen wir mal so. Gut, Alugehäuse habe ich. Steuergeräte. Kann ich die nicht eigentlich auch jetzt ziemlich zügig machen, wenn ich mir die hier einfach rausklaue? Habe ich da nicht sogar welche? Scheiß Geschenk weg. Alugehäuse, genau. Dann schauen wir einfach mal, wenn nicht. Dann bleiben wir jetzt erstmal bei den 2 oder 3, je nachdem. Das ist komplett falsch, geil. Funksteuereinheiten. Ach so, weil die so viel Alu fressen. Aber da könnte ich welche machen, ja tatsächlich. Wir schauen mal. Wir gehen mal auf 16 hoch. Einmal jetzt quasi. Beziehungsweise ich könnte es eigentlich komplett durchmachen, glaube ich. Wie viele Anlagen brauche ich denn? Ah, okay, da brauche ich bloß Frucht. Oh, kommt wieder Wasser raus, ich kotze ab. 100 kommt da raus. Brauche ich gar nicht so viele Anlagen. Mit dem schon. Brauche ich insgesamt 5 Anlagen. Bekomme ich die hin? Das wäre natürlich geil. Salpeter soll er suchen. Das wird ein Highlight. Drei, vier, fünf. Was fehlt jetzt? Jetzt fehlen die Alubahnen, kein Problem. Dann muss ich doch nicht nochmal zurück. Wegen dem Zeug hier. Perfekt. Die Frage ist, was passiert mit dem Wasser? Muss ich mal gucken, ob ich das für die Salpetersäure. Da brauche ich zum Beispiel Wasser, genau. Und für die Schwefelsäure theoretisch auch. Vielleicht geht sich das ja auf. Das wäre natürlich geil. Genau. Dann haben wir jetzt 150. 200. Und hier, wenn es dann 250, dann produzieren wir sogar mehr, als wir brauchen. Das heißt, wir fusionieren das gleich mal alles. Beziehungsweise nein. Wir fusionieren als allererstes mal die Pipes. Ah, ich habe das echt unterschätzt oder vergessen, besser gesagt. Ja, vergessen. Trifft es wahrscheinlich bei mir eher da. Dass ich hier nochmal so Salpetersäure und so brauche. Gut, Schwefelsäure ist kein Problem, glaube ich. Dann wird es wohl doch nichts mit morgen, dass wir hier fertig werden. Lol. Naja. Ja, die Autos hier sind immer länger. Und länger und länger und länger. Obwohl ich mich nicht beschweren kann. Für den Spielstand, also jetzt mal 3, 4 Sekunden warten, ist okay.
Nein. Zack. Oha. Oha. Gut, und ich würde sagen, das geht dann da hinten mal raus. Und dann schauen wir mal, wo es hingeht. Gut, dann brauchen wir die Förderbänder noch. Reicht ja auch MK4 ganz leicht. Mann, was mache ich denn heute? Hätte mir vielleicht noch ein paar Jodfilter mitnehmen sollen. Hier brauche ich keinen. Gut. Ich habe nur noch 21 Stück. Die halten zwar relativ lange, ja, aber... So, gleiches Spiel wie überall. Ich finde, es ist so am besten... Oder was heißt, am besten gelöst? Nein, kann man nicht sagen, aber... Ja, doch. Ich finde, es ist gut gelöst so. Dann kann ich mit den Pipelines immer schön unten drunter. Da gibt es keine Knoten und keine Verrenkungen. Und so komme ich schön mit den Liften immer sauber drüber. Ohne Probleme. So. Der gekommen. Fusionator. Das wird hier schon mal kompliziert. Das machen wir... Genau so. Gut. Naja, aber wir haben heute wieder gut Fortschritte bis jetzt. Passt. Und zack, Stromausfall wahrscheinlich gleich. Das wär's. Nee, aber es hält sich echt jetzt ziemlich gut. Hoffe ich. Hoffe ich, sagte er. Und das AKW ist am Überlaufen. Mache ich das schon wieder? Mann. Ja, vielleicht sollte ich es hier einfach mal jetzt aufbrauchen. Dann komme ich nicht mehr auf dumme Gedanken, dass ich immer die MK5-Bänder nehme. Aber vielleicht habe ich ja nochmal eine Situation, wo ich sie brauche, weil ich produziere aktuell keine. So, zumindest keine für den Eigenbedarf. Man kommt mit MK4 schon eigentlich gut weit. Das Einzige, was halt wirklich immer sehr stark an die Grenzen kommt, ist das Aluschrott. Und Schrauben und sowas. Na ja, gut. So, dann geht das Produkt schon mal da rein. Das nicht spaltbare Uran, genau. Halt, Strom bekommt ihr auch noch. Jetzt kann ich wieder Strommasten setzen, ohne Probleme. Irgendwie einer fehlt, genau. So, wo habe ich denn jetzt halt hier nochmal Strom? Da. Ich stelle jetzt mal hier nochmal Masten. Nee, Moment mal. Ja, genau. Hier mal Masten noch hin. Und dann so. Okay, gut. Wie schaut es denn hier aus? Also offensichtlich ist das erste Lager noch nicht mal voll. Ja, zur Hälfte. So. Dann. Moment, wir könnten eigentlich schon mal gleich anfangen, hier den Abfall einzulagern. Oder was ist einzulagern? Anzuschließen. Also ich brauche hier auf jeden Fall mal Platz. So, wie machen wir das jetzt mit zwei Eingängen und zwei Ausgängen? Also mit vier Eingängen, aber zweimal Förderband, zweimal Pipeline. Tja, das ist jetzt natürlich die Frage. Wir machen das jetzt erstmal so. Irgendwie bekomme ich das schon hin.
Ja, das muss wohl über oder übel eine Pipeline oben drüber. Anders geht's nicht. So, dann schließen wir erstmal schnell alles an. Überblick verschaffen. Ach Mann. Gut, und das kommt auf jeden Fall von der Fix und der Richtung hier irgendwo. Aber wahrscheinlich machen wir das nicht so im Moment. Sondern besser ist es so. Habe ich hier mehr Platz. So, zweite Pipeline. Das wird jetzt halt schon wieder ein bisschen. Also, naja. Zack, zack. Ich muss, glaube ich, immer zwei hoch, dann komme ich da sauber drüber. Genau. Ja, das ist wahrscheinlich doch nicht so kompliziert, wie ich erst befürchtet habe. Gut, das letzte habe ich schon nicht vergessen, keine Angst. Aber da müssen wir ja nicht hoch, da kann ich unten eigentlich legen. Und wahrscheinlich vergesse ich dann doch die letzte Anlage. Nee, das ist nix. Das ist Murks. So. Es geht mir Kupferblech aus. Oh nein, das ist natürlich jetzt fatal. So, dann gibt es eine kleine Lageänderung. Ich gehe jetzt mit Vega Kupferblech definitiv nicht zurück. Aber jetzt ist natürlich, wie bringe ich überhaupt das ganze Salpeterzeug hierher? Mit Drohnen? Dann brauche ich aber wieder Batterien. Kein Problem, Schwefel hätten wir. Sie es aber hier wieder entpacken. Leer und entpacken. Mal schauen, ja. Oder wir machen das einfach mit einer Mega-Pipeline. Könnten wir auch mal machen. Ja, egal. Auf jeden Fall. Du bist Kupfer, genau. Dann machen wir jetzt hier mal eine kleine Kupferfabrik hin. Vielleicht nicht ganz so klein. Also schon sau klein, aber. Ja, ihr seht es gleich. Hier so, zack, zack. Genau, hier werden Kupferbarren gemacht. Wir kommen das raus. 60. Übrigens, ihr könnt, wenn ihr in diesem, wenn ihr keine Foundations habt, mit Steuerung snappt das auch so ein. Dann seid ihr auch gerade. Eigentlich ziemlich cool, wenn man das von Anfang an macht, geht es eigentlich auch ziemlich gut alles ohne Foundations. Aber naja. So. Okay, weil das natürlich ist ein Schmarrn mit der Steuerung, dann brauche ich drei Anlagen. Eieiei, eins, zwei, drei. Kann ich diesen ganzen Mist hier nicht wegsprengen? Ich habe Leute zu weit geworfen. Oder es geht einfach nicht. Es geht nicht. Gut, dann. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Aber jetzt nicht so schlimm, dann kann ich währenddessen eigentlich schon mal weitermachen mit. Ja, eigentlich halt nicht. Ja, doch, können wir schon. Glaube ich. Wir werden sehen. Wir bekommen es irgendwie hin.
So, Splitter. Problem ist, ich brauche halt auch für die anderen Produkte jetzt Pipelines. Also diese Alubahn. Heute wieder Kupferbleche. So, jetzt. Weiß ich pro Minute, ja, das ist schon okay. Ist jetzt nicht ultra viel, aber ist okay. Wahrscheinlich reicht da mein Kupfer gar nicht mehr. So. Dann fusionieren wir den ganzen Spaß noch, lagern das ein und dann passt das. Zack. Gut. Ach so. Ich sollte vielleicht noch alles an Strom anschließen. Das wäre es jetzt gewesen. So, in 2 Stunden komme ich wieder. Und wie viel ist passiert? Nichts. Gar nichts. So, wo ist jetzt hier unten da? Gut. Ich denke mal, das passt. Das sollte da auch schief gehen. Wir könnten mal gucken, wo Schwefel ist. Schwefel habe ich ja schon geholt, das ist kein Problem. Ich meine, Stickstoffgas brauche ich, oder? Für. Ich glaube, ich brauche Stickstoffgas, ja. Achso, ja, da hatten wir ja schon mal gescannt. Das ist jetzt gar nicht so weit weg. Genau, perfekt. Perfekt. Salpetersäure, genau, braucht nämlich Stickstoff, Gas, Wasser und Eisenplatten. Eisenplatten? Naja, gut, wir schauen mal zum Stickstoffgas hin, würde ich sagen. Ich mache mich mal wieder kampfbereit. Munition habe ich nach wie vor nicht, geil. Der lädt, wenn man schwimmt, nicht den Tank wieder auf von dem Jetpack. Das heißt, ich muss jetzt so lange schwimmen, bis ich wieder ans Land komme. Da wäre eine gelbe Schnecke. Wo ist denn die Salpetersäure? Da. Was? So. Mann, lad das Ding auf. Jetzt. Muss ich nochmal scannen. Aber ich glaube, das ist nicht allzu weit weg. Das ist vielleicht da oben, kann das sein? Okay, ach so, die Spucker. Naja. Nee, da oben ist das nicht, oder? Nee. Das ist auf meine Höhe, glaube ich. Ach du Scheiße. Wo ist denn das letzte immer? Ist das hier das hier? Ist egal. Das ist natürlich jetzt ein Problem. Oh, und es wird auch noch gequatscht mit mir. Noch ein Dicker. Boah, scheiße, ich muss essen. Ach, da oben drauf liegt das Artefakt. Okay, ich hab's gesehen. Gut. Also bei denen müssen sie unbedingt nochmal Hand anlegen, weil die können ja gar nichts mehr. Ja, und das Gelaber. Hier. Ist es das schon? Tatsächlich, da können wir eine Pipeline legen. Easy.
Würde ich sagen. Ich kann wahrscheinlich jetzt bei meinem Glück. Jetzt will ich nicht. Motoren. Okay. Aber das ist nicht so schlimm. Das bekommen wir hin. Da könnte ich theoretisch 50 Motoren craften. Einfach nur so, just for fun. Natürlich nicht. Gut, Leute, dann würde ich sagen, nach wie vor haben wir Strom. Wundert mich ein bisschen, aber ich glaube, die Kühlkörper kommen jetzt ordentlich rein. Dann war es das für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.